Wir können ja trotzdem mal so ein bisschen weiter gucken hier oben. Vielleicht entdecken wir ja doch noch etwas. Ich habe eine Lohe gehört. Ja, ich auch. Die müssen irgendwo über uns sein oder so. Zumindest in der Nähe. Und deine Spitzhacke ist hinüber. Ja. Habe ich zumindest gehört. Ja, die ist hinüber. Hm. Hier ist nichts Interessantes, glaube ich. Außer ein paar Pilze. Ah, ich höre eine Lohe. Da unten. Erledigt. Sehr gut. Ich höre noch eine. Da nicht. Wir werden uns hoffnungslos verirren hier drin. Auf Lebzeit in diesem Nether. Hey, Magma-Schleim! Magma-Schleim? Okay, das war nur ein einziger. Ich bin sehr froh, dass bei dir bloß ein Magma-Schleim war. Hey! Und eine Lohe. Mensch, wie viel Schwein ich doch immer habe hier. Ah. Interessant. Jetzt geht's hier runter weiter ins Dunkle. Ich meine, heute ist so ein. Vielleicht treffen wir. Bei mir ist jetzt gerade so ein kleines verfressenes Monster. Ja. So. Jo, wo bist du? Ich bin schon wieder raus aus der Festung und zwar genau auf der anderen Seite mal. Hm, okay. Weil ich habe mir so gedacht, liegt der Camper tot im Keller, war der Rusher wieder schneller. Liegt der Rusher tot daneben, hatte der Camper einen Kollegen. La, 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 la. Ach ja. Das ist ja ein Los, komm näher. Ich hab mir wieder ein Gas auf mich ballern. Und der ist gerade gestorben. Ja, ich habe ihn zu Fuß erledigt. Ohne Bogen. Ich glaube, ich habe mich blöd verirrt. Oh, ich habe etwas entdeckt. Ein Magma-Schleim. Ja, bei mir schon wieder der Gast. Oh, bei mir auch. Eine Magma-Cream. Hm. Ich höre jetzt schon wieder Lohen. Das mag sein. Ich komme mal zurück. Ich komme mal weiter Richtung Max. Wo? Ich sehe einen Gast und ich hoffe mal, er steigt hier hinab. Das ist so tot. Stirb! Nein, er ist noch nicht tot. Da ist aber gerade einer gestorben. Schau, vielleicht noch zwei. Also, du bist definitiv über mir, denke ich mal. Du bist ja, direkt, bin ich auch. Du bist direkt über mir. Ich versuche es mal mit der Hand rauszubringen.
Kiste im Sack. Richtig, richtig, richtig. Ich hab ihn quasi im Visier. Aber keine Chance. Wieso bleibt denn ja eigentlich auf der Seite die ganze Zeit Magma auf einem Block? Ja, das ist auch neu mit 1.4. Hey, jetzt hat er es auf dich abgesehen. Nein, auf mich. Oh, scheiße. Schweinezombies. Jetzt sollte ich rennen. Ich verpiss mich mal eben schnell. Scheiße, ich sollte was essen. Ich bin hier definitiv nicht mehr sicher. Aber wir haben ein Goldnugget gefunden. Ich habe Magma-Schleim. Wenn wir doch wenigstens sowas wie Eisen dabei hätten. Ich hätte Roheisen noch mit. Aber das bringt uns ja nicht hier. Richtig, richtig, richtig. Wow. Ich sollte mich ganz schleunigst verpieseln. Ich kämpfe hier gerade. Weil ich werde schon gejagt. Wow. Wow. Das hätte auch ein Sturz in die Lava werden können. Ein ganz kurzer Ausflug. Greifen die mich auch an? Nein, die greifen mich nicht an. Hey, die sind fast so schnell wie ich, wenn ich renne. Was soll denn das? Hey, hier sind auch noch Schweine. Schnell einmal durch da. Wow. Das Vieh hat's auf dem Schack gesehen. Mensch, geht doch zum Jobcenter, aber lasst mich in Ruhe. Ah, ich bin die Mistviecher los. Ja, das habe ich bloß dadurch vier Scheiß Gask. Weiß ich überhaupt nicht mal, wo ich bin. Ja, ich weiß dank der scheiß Schweine, weiß ich nicht mal, wo ich bin. Ich habe hier einen schönen Lavasee in der Nähe. Dann habe ich hier die Schweine. Ich hoffe, die sind jetzt nicht mehr aggressiv. Doch, sie sind noch aggro. Und da sind noch so einige. Wow. Ich versuche dich wiederzufinden. Ich laufe noch irgendwo auf dem Neverrack rum. Ich auch. Warte mal, hier unten ist wieder ein Teil von der Festung. Ja, ich bin jetzt wieder auf der Festung drauf. Hier ist auch noch ein Teil von irgendeiner Festung. Der scheiß Gast ist auch wieder da. Nicht viel. Oh Gott. Gruselig. Ziemlich gruselig. Ja, man könnte fast denken, ich hätte so eine Art Höhlen-Playlist, wenn man so meine Musik hört. Aber habe ich ganz gewiss nicht. Und irgendwie mache ich mir gerade Gedanken, wo meine Freundin bleibt. Die ist schon seit Stunden weg und hat meinen Haustürschlüssel. Die wird schon wieder kommen. Jo. Okay, wir sind hier für immer verloren. Ich sehe schon wieder einen Gast am Himmel, beziehungsweise an der Decke. Und irgendwie fängt es bei mir langsam an zu ruckeln. Ich habe das Gefühl, die Festplatte ist bald voll. Oh, hier ist ganz, ganz viel Soul Sand.
Aber ich schätze, ich bin Richtung... Portal unterwegs. Ja, wir sollten uns doch mal aus dem Nether verabschieden, so langsam. Mhm. Das war definitiv keine gute Idee. Es ist zwar eine gute Idee, um Glowstone zu sammeln, aber so diese gewünschten Items, also die von mir gewünschten Items, haben wir noch nicht gefunden. So, hier springe ich jetzt todesmutig herunter und lande in einem Stück Festung. Die Festung! Rein hier, wo die ganzen Fackeln sind. Links ist hier dieser Cobblestone-Gang. Ah, ich bin wieder auf dem Weg nach daheim. Ich geiste hier immer noch irgendwo in der Wildnis rum. In der Pampa. Genau. Ich bin jetzt aber jedenfalls schon mal wieder in Sicherheit und in der Festung drin. Du bist auch in der Festung? Hm. Aber ich frage mich bloß, wo? In welchem Teil? Ich weiß es auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ach, das ist der Teil der Festung, genau. Aber die Festung mit dem Gravel ist gleichzeitig auch die Festung, wo unser Portal ist. Denn der dürfte eigentlich sein. Und hier oben ist der Lohnspawner, den du zugebaut hast mit Holz und so. Hier ist der Weg, genau, die Kreuzung. Schwein. Lohen. Ach, ich habe ja gar keine Pfeile mehr. Ich sollte wirklich aufpassen. So, du stirbst jetzt einen ganz gemütlichen Tod. Ich habe ein Skelett entdeckt. Ist ein neues? Hä? Es ist einfach weg. Es ist einfach weggespawnt. Ja, kann wirklich langsam sehen, dass deine Festplatte voll ist. Könnte sein. Ja, dann sollten wir den Nether auch wieder verlassen und vielleicht die Aufnahme beenden. Ja, ja. Es hat auf jeden Fall furchtbar viel, viel Spaß gemacht. Definitiv. Und ich habe deinen vorhin erwähnten Lohnspawner gefunden. Jo. Ach, den gerade erwähnten. Ja, genau den. Wow, Lohn. Und ich hab da mal geklemmt. So, und also. Genau. Und hier ist ein Magmaschleim. Den werde ich mal eben kurz mit einem Schnitzel erledigen. Nein, gab aber kein Magma Cream. Wir sollten zurückgehen, bevor uns die bevor mir die Festplatte wirklich voll läuft. Es reicht auf jeden Fall, um 10 wunderbare Folgen rauszuhauen. Definitiv. Wow. So. Irgendwas. Da sind wir wieder zurück. Cool. Aber ein falscher Ort. Sogar in dem Portal. Stimmt. Ja, du kannst deine Sachen, wenn du magst, gerne dann in die Endertruhe packen. Okay. Und... zu Folge 400. Aua, heiß. Kannst du sie dir gerne wieder rausholen. Gut. Ah, schön. Halbmond haben wir. Du musst dann bloß nochmal in die Höhle-Runde gehen und mal deine Diamanten holen. Wo? Die sind dann noch unten in der Basis. Stimmt. Ja, sollte ich mal machen. Nee, das kann ich dann ein andern Mal machen. Ja, jo, ich weiß ja, wo die ganzen Lager sind. Bevor die Festplatte wirklich voll ist, das ist ja nun mal so. Ich konnte auch auf die Schnelle nichts auf die externe kopieren und och.
Hab's dann auch vergessen. So, okay. Du kannst es auch gerne in die Enderkiste tun. Ja, bloß das Krebs und Zeugs, packst du mal hier weg. Wow, hier ist auch ganz viel drin. Hier sind 11 Diamanten drin. Aha. Nur dieses Mal haben wir keine Endertruhe gemacht. Obwohl... Oh, Zeug ist drin. So, okay. Die Enderperle, ach, das mache ich dann nächstes Mal. Die Enderperle kommt hier rein, Lohnrute kommt da rein. Obsidian habe ich jetzt nicht hier. Ich habe aber meine Rüstung da. Gut. Ja, dann haben wir nur noch einen einzigen Teilnehmer von Folge 391 bis 399. Das wäre der Jamity LP. Bin ja mal gespannt, ob es auch so problemlos verläuft. Wird's hoffentlich. Ich hoffe das auch. So, ich brauche jetzt erstmal noch zwei Kisten. Weil das Problem ist jetzt, wir haben nicht genug Kisten. Hey, dein Stuhl hat geknarrt beim Zurücklehnen. Ich habe ein gutes Gehör. So, ich packe meine Reichtümer da erstmal rein. Denn nächstes Mal sind wir dann nicht im Nether. Beziehungsweise mit dem nächsten Teilnehmer bin ich dann nicht im Nether. Wir werden irgendwo auf eine Insel gehen. Mal schauen. Okay. Ich würde sagen, wir verabschieden uns auch erstmal von heute, für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns natürlich im 400-Folgen-Special wieder. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüssi. Jo. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, auch du hattest viel Spaß. Ich habe wirklich viel Spaß gehabt. War schön. Das war echt lustig. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.